Wenn eine Person also sagt, ich nehme nicht das Urteil vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern ich nehme Urteil XY und ich lasse das Urteil des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann ist das was? Ein Auslöscher des Islams. Weil dieses Glaubensbekenntnis, du hast die Bedingungen nicht erfüllt. Und zwar die Bedingungen oder die Bedingung, dass du es verpflichtend siehst, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in seinen Urteilen zu folgen. Ja, in seinen Urteilen zu folgen. Und der Grund, warum es eine Sache ist, die aus dem Islam herausführt, ist, da die Urteile des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht von ihm selbst kommen, sondern diese kommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Du lehnst dir also nicht ein Urteil ab von irgendeinem Mensch, sondern du lehnst dir das Urteil von Allah subhanahu wa ta'ala ab. Ja, du lehnst dir das Urteil von Allah subhanahu wa ta'ala ab. Denn die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist nichts anderes als eine Offenbarung wie der Koran. So wie der Koran von Allah subhanahu wa ta'ala über Jibril alaihi salam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt wurde, genauso auch die Sunna. Die Sunna wurde von Allah subhanahu wa ta'ala über den Engel Jibril alaihi salam offenbart zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, die Sunna ist wie der Koran. Und die Gelehrten sagen sogar, dass die Sunna oder beziehungsweise der Koran die Sunna mehr benötigt als der Koran die Sunna. Warum? Wenn du dir den Koran anschaust, hast du allgemeine Urteile. Und die Sunna macht was? Die Sunna fügt Urteile hinzu, schränkt Urteile ein, schränkt Allgemeines ein, fügt noch A, B, C hinzu, negiert das und so weiter. Ja? Das heißt, ohne diese Sunna können wir den Islam nicht verstehen. Und deswegen, diese Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Religion sagt er nichts, außer dass das eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Über Allah oder von Allah subhanahu wa ta'ala, über Jibril alaihi salam bis zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, wenn du dieses Urteil ablehnst und sagst, es ist schön, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies gesagt hat, aber ich folge hier einem anderen Urteil, dann hast du ein Urteil von Allah subhanahu wa ta'ala abgelehnt. Als ob du sagst, ich folge dem Koran nicht. Ja? Es ist nichts anderes. Ja.